Eigentlich war die Wall Street ja gestern guter Dinge. Es ging zunächst nach oben, Richtung Handelsschluss ging es dann praktisch breit gefächert weiter nach oben. Aber dann ist etwas passiert, was, naja, vergleichsweise bizarr anmutet. Und das hat die Laune der Märkte dann ein bisschen eingetrübt. Und es könnte sozusagen ein Hinweis darauf sein, was uns jetzt in den nächsten Wochen erwartet. Ich meine den bizarren Streit zwischen Mnuchin, dem US-Finanzminister, und einem der zentralen Organe der Trump-Administration auf der einen Seite und der Fed auf der anderen Seite. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns zunächst mal an, wie gestern die Märkte in den USA abgeschnitten haben. Der DAX hatte ja leichte Verluste erlitten, aber nicht dramatisch. Hält sich gut, ist eh praktisch in einer stabilen Seitenlage. Man hat das Gefühl, so ein bisschen narkotisiert, aber schauen wir uns die US-Indizes an, respektive die 11 Sektoren im S&P 500, sehen wir hier Energie, größter Gewinner, das ist ja immer das Thema. Entweder wir haben sozusagen eine Rotation in, naja, Value, da ist dann eben der Energiesektor auch mit dabei, mit dann eben starken Gewinnen oder eben stärkeren Verlusten. Gestern waren es Gewinne, nur Utilities, Versorger, also defensive Werte, bekamen auf die Mütze. Ansonsten war es phasenweise, hatte man das Gefühl, so ein bisschen lustloser Handel, nicht wirklich viel Action. Aber dann ist Folgendes passiert. Dann kam plötzlich dieser Brief von Steve Mnuchin an die Fed, der im Kern sagt, ja bitte, wir haben euch ja Mittel bereitgestellt, damit ihr Unternehmen unterstützt, etc. etc. Gebt die mal jetzt wieder zurück, denn die sind bisher nicht genutzt und wir könnten damit dafür sorgen, dass wir sozusagen ein bisschen Liquidität bekommen, möglicherweise sogar eine Art Schuldentilgung machen, wer weiß es schon. Er hat nicht genau gesagt, für was jetzt diese Mittel, wenn sie die Fed zurücküberweisen muss, eingesetzt werden. Jedenfalls nicht für Stimulus, so scheint es hier sich abzuzeichnen. Und die Fed war da ein bisschen überrascht, das hat sie ganz kalt erwischt und hat dann ein Statement rausgegeben. Wir würden es bevorzugen, so die Fed, wenn diese Mittel eben weiterhin praktisch in unserer Hand wären, damit wir weiterhin die Wirtschaft unterstützen können. Das ist fast schon eine Konfrontation, die sich hier abzeichnet. Da hat praktisch die Fed sehr, sehr schnell auf diesen Brief von Mnuchin mit einer öffentlichen Erklärung reagiert. Das ist ungewöhnlich, extrem ungewöhnlich, um es mal so zu formulieren. Und die Fed-Vertreter, die dann reden gehalten haben, haben sich verwundert gezeigt, haben das auch ganz klar gesagt. Faktisch bedeutet diese ganze Geschichte ja, dass die Trump-Administration nicht nur, naja, den Übergang, die Amtsübergabe an die Biden-Administration deutlich erschwert, sondern jetzt auch sozusagen der Fed ein bisschen Schwierigkeiten macht, indem man sagt, naja, ist doch alles gut, guckt an, die Wirtschaft, die steht doch wieder ganz gut, die Banken haben überhaupt kein Problem, den Unternehmen Geld zu leihen. Genau das ist ja faktisch auch der Fall. Also rein sachlich hat Mnuchin hier sicherlich nicht Unrecht, aber der Fed geht es ja um etwas anderes. Sie will ja sozusagen dieses Vertrauen in die Märkte stützen, will praktisch damit die Asset Bubble weiter aufrechterhalten. Das ist sozusagen das Thema. Jedenfalls, und das ist der Punkt, bis der neue US-Präsident ins Amt kommt, ist es ja noch 2 Monate hin. Genau 2 Monate, 20. Januar, wenn da nicht noch irgendwelche Querschüsse kommen. Das bedeutet, wir werden jetzt 2 Monate die Situation haben, dass eine scheidende Administration sich destruktiv verhält im Sinne von Fed auf der einen Seite und Nachfolgeregierung auf der anderen Seite, und das dürfte Konsequenzen haben. Wir sehen hier nämlich den Fiscal Cliff, der jetzt auf die USA zuläuft, denn es laufen diese 2 Programme aus, die viele Amerikaner über Wasser halten, nämlich die Pandemic Unemployment Assistance und die Pandemic Emergency Unemployment Compensation. Damit werden halt Millionen von Amerikanern weiter in die Lage versetzt, ihren Lebensstandard zu halten, weiter zu konsumieren. Ich hatte dieses Bild mal gezeigt in Dallas, wo Hunderte, wenn nicht Tausende von Autos warten, um Essen zu bekommen, oder die Menschen darin genauer gesagt, also Essensausgabe, weil man offenkundig nicht mehr in der Lage ist, sein eigenes Essen zu bezahlen. Aber dieselben Leute, die da sich Essen abholen, die sitzen in ziemlich dicken SUVs und Pickups. Also das bringt so ein bisschen die Absurdität der derzeitigen Situation auf den Punkt. Und hier eine, wie ich finde, sehr gelungene Grafikzeichnung zu diesem Fiscal Cliff, der in den USA der Fall ist. Und jetzt eben die Situation,
Warum blockiert die Trump-Regierung, die Trump-Administration? Weil immer klarer wird, dass die Fälle jetzt davon schwimmen, dass der Drops eigentlich jetzt gelutscht ist für Trump. Denn Georgia wird heute die Wahl zertifizieren und am Montag dürften Michigan und Pennsylvania folgen. Und damit wäre der Drops dann wirklich gelutscht, denn die Strategie von Trump konnte nur noch darin bestehen, zu verhindern, dass Biden diese 270 Wahlmänner bekommt. Eben durch diese jetzt noch nicht komplett ausgezählten Bundesstaaten, deren Ergebnisse nicht zertifiziert sind. Würden diese Ergebnisse nicht zertifiziert, würden diese Stimmen gar nicht zählen, würden also praktisch beiden diese Stimmen bei den Wahlmännern dann fehlen, dann würde die ganze Geschichte zurückgehen an den Kongress. Im Kongress hätten dann die Republikaner die Chance, die ganze Geschichte zu drehen, weil es da nach Bundesländern geht und die Republikaner haben ja mehr Bundesländer gewonnen. Also damit scheint jetzt wirklich klar, dass die Geschichte gelaufen ist. Trump hat ja, glaube ich, 32 Verfahren angestrengt, davon 31 verloren und der 32, den man gewonnen hat, war jetzt nicht gerade der wichtigste, nicht gerade der zentralste juristische Prozess, der da passiert ist. Und das, was gestern hier Giuliani geliefert hat, das war dann auch in Augen vieler amerikanischer Medien, auch wenn sie nicht sozusagen als linksliberal gelten, durchaus mit einer gewissen Theatralik. Also das ist schon langsam absurdes Theater, aber es zeigt, dass man eben praktisch festhält an dieser Idee, diese Wahl ist manipuliert worden, wir lassen nicht zu, dass uns die Wahl geklaut wird und viele, viele Republikaner, Anhänger der Republikaner, Anhänger von Trump glauben daran und denken, ja, da ist massiv manipuliert worden, obwohl die Belege praktisch nicht gegeben sind. Und jetzt hat das eben Auswirkungen, die Trump-Administration ist beleidigt, gewisserweise gekränkt. Die sind nicht konstruktiv in Sachen Stimulus. Hier der Journalist Jake Sherman, der sagt, ja, ich habe mit McConnell gesprochen. Der wiederum sagt, nein, ich habe nicht mit Pelosi gesprochen bisher in Sachen Stimulus. Und er sounded quite bearish in Sachen Stimulus. Also er geht nicht davon aus, dass das in kürzerer Zeit etwas kommt. Möglicherweise muss eben dann erst Biden ins Amt kommen. Wir müssen die Nachwahl in Georgia, diese Senatorennachwahl in Georgia abwarten, ob nicht vielleicht doch die Demokraten es schaffen, hier zwei Sitze noch zu gewinnen im Senat, dann wäre da praktisch ein ausgeglichenes Verhältnis, was dann reichen würde für die Demokraten, weil dann die Vizepräsidentin das Zünglein an der Waage wäre, auch wenn dieses Szenario unwahrscheinlich ist, aber es schleppt sich dahin und jetzt ist eben hier dieser Wahlkampf in Georgia sicherlich auch etwas, wo beide Parteien nochmal konfrontativ miteinander umgehen werden, das heißt Stimulus ist erstmal passé, wahrscheinlich bis weit in den Januar hinein für die Aktienmärkte wichtig und für Millionen von Amerikanern wichtig. Zumal wir eben jetzt hier die Corona-Situation haben. Wir haben in Deutschland jetzt die höchste Zahl, nur minimal die höchste Zahl mit 23.648, aber es bleibt eben die Trendwende aus. Das hatte man sich erhofft durch den differenzierten Lockdown hier in Deutschland, dass da sozusagen jetzt langsam die Zahlen doch runtergehen. Das passiert aber nicht. Die halten sich auf hohem Niveau. Sie gehen nicht wirklich substanziell weiter nach oben, aber sie fallen auch nicht. Und Ähnliches gilt hier für die USA. Beziehungsweise dort ist der Trend klar noch aufwärts gerichtet. 183.000 Fälle gestern bei 1,8 Millionen Tests, also 10% Positivquote, 1.971 Verstorbene, das ist ein Rekord. Damit haben wir sozusagen sowohl bei den Tests als auch bei den Infizierungen als auch bei den Hospitalisierungen neue Rekorde jetzt gesehen. Hier sieht man das in dieser Grafik, nicht bei den Toten, das war damals im April noch etwas höher, aber in allen anderen Kategorien haben wir neue Allzeithochs erreicht und jetzt steht ja dieses Superspreader-Event nächsten Donnerstag vor der Tür, Thanksgiving, wo Millionen von Amerikanern reisen. Ich hatte das gestern im Markeflüster thematisiert. Jetzt gibt es Aufrufe von Behörden, die sagen, reist nicht, macht das nicht, aber da werden sich viele nicht dran halten. Davon ist auszugehen, dass es also diese Reisewelle dann vielleicht abgeschwächt im Vergleich zu den Vorjahren zumal, aber es wird diese Reisewelle geben und in Sachen Lockdowns oder Shutdowns hat jetzt Kalifornien über weite Teile, 94% der Kalifornier sind betroffen, die allermeisten Counties, eine Ausgangssperre zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens verhängt, also ein weiterer Schritt in Sachen partieller Lockdown. Und kommen wir jetzt zu der Impfstoffsituation. Wir haben jetzt die Meldung, dass die WHO von Remdesivir abrät, habe keinerlei Auswirkungen auf die Mortalität, würde also die Situation nicht verbessern. Ich erinnere mich, ich glaube, wir sind 5% nach oben gegangen, als diese Remdesivir-Hoffnungsmeldung der Fall war. Die hat sich jetzt erledigt.
Vielleicht wirft das auch ein kleines Fragezeichen zumindest auf das, was jetzt mit den neuesten Vaccine-Hopes der Fall ist. Heute dürfte nämlich Pfizer bei der FDA die Application beantragen, also die Zulassung beantragen zunächst mal. Damit kommt das Medikament oder der Impfstoff noch nicht sofort auf den Markt, aber es ist dann ein weiterer Schritt. Vielleicht ist das der Grund für eine 2% Rally, dass etwas passiert, was ohnehin klar ist. Schauen wir uns dann mal die Märkte an. Wie ist da die Situation? Wir sehen hier im größeren Zeitfenster, hier in einem Chart von Michael Silver, die langfristige Trendlinie beim S&P 500. Wir haben hier sozusagen dieses Megafon-Muster. Hier sehen wir den Abverkauf in einem Corona-Crash im März. Das ist dieser Tiefpunkt. Und jetzt versuchen wir eben, diese langfristige Trendlinie hier zu überwinden. Oben eine negative Divergenz beim RSI. Und hier sehen wir, was ist mit der Stimme los? Ja, zu früh morgens. Hier sehen wir den Dow Jones im wöchentlichen, in der wöchentlichen Auflösung. Sehen wir hier, wir haben so eine, naja, eine etwas merkwürdige Kerze hier zuletzt gebildet. Wie wird die sich heute noch verändern? Das ist die Frage am letzten Handelstag. Heute ja OPEX-Woche. Mithin also haben wir heute Optionsverfall. Die Volumina bei Optionen haben abgenommen, weil vor allem die Trader in Sachen Tech, vor allem die Privattrader in Sachen Tech nicht mehr so stark unterwegs sind. Das wird zu beachten sein gleichwohl. Und wir haben potenziell nicht ausgebildet, nicht confirmed, nicht bestätigt beim Dow Jones jetzt sozusagen eine inverse, eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wir hatten ja dann zuvor, praktisch Anfang November, eben eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, eine bullische Situation, die hat sich bullisch aufgelöst mit verschiedenen Gaps, die wir hier gemacht haben. Bum, 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 ging es nach oben. Jetzt die Frage, wird sich sozusagen diese Formation bestätigen? Und wir sehen, dass hier die Euphorie sehr, sehr groß ist. Die NAIM Exposure, also praktisch das, was professionelle Investment Manager hier machen, ist bei 106,4 einer der höchsten Stände. Das ist der höchste Stand jetzt seit 2017. Man ist also extrem bullish, ist extrem investiert. 4,1% nur noch die Cashquote laut Umfrage der Bank of America. Deutet darauf hin, dass man eben diese Value-Story hier jetzt spielt mit dieser Vaccine-Hoffnung. Das ist sozusagen das dominante Thema. Aber es kommt eben jetzt nach Thanksgiving wahrscheinlich die Situation, dass sowohl dann Renten, Pensionskassen als auch eben normale Fonds dann ihre Aktienanteile reduzieren müssen, die zu stark gewichtet sind im Vergleich zu Anleihen. Und wir sehen, und das würde ich nochmal aufgreifen abschließend, da ist vielleicht ein Missverständnis passiert. Meine These ist, warum sozusagen jetzt overnight plötzlich dann starke Zugewinne kommen. Ich hatte hier diese Grafik gestern gezeigt. Wir also seit Mai sozusagen den Spider, maßgebliches S&P ETF, zur Eröffnung der Wall Street, des Kassahandels 15:30 deutscher Zeit, gekauft hätte und dann zu Handelsschluss verkauft hätte. Der hätte praktisch null Gewinn gemacht. Wer das Gleiche gemacht hätte, nämlich zu kaufen nach Kassaschluss USA, also um 22 Uhr und dann 15:30 am nächsten Tag wieder zu verkaufen, der hätte fast 700 Punkte gemacht. Nach meiner Auffassung ist da eine gewisse Systematik dahinter. Da wird an den Futures manipuliert. Diese Futures sind eben nach der Kassazeit nicht sehr liquide. Da kann ich also mit relativ geringem Volumen schon etwas bewegen und dann wird es sicherlich, so meine Vermutung, Algorithmen geben, die genau das sehen. Die sagen sich, okay, wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, das hat immer gut geklappt, das hat eine statistisch gute Quote, also werden wir das immer wieder spielen. Das hat sich ja ausgezahlt. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass High Frequency letztendlich dafür sorgt, dass wir immer diese Bewegungen haben, dass sozusagen Overnight viel besser performt in dünnem Handel, in dünnstem Future-Volumen-Handel. Die Volumina sind ja eh nicht besonders hoch derzeit. Und diese ganze Strategie würde sogar schon seit 1993 maßgeblich funktionieren. Also das vielleicht nochmal als Erklärungsansatz. Wir sind jetzt in einer interessanten Situation. Wir haben die Blockade durch die Trump-Administration. Die Fed, die wehrt sich schon ganz offen. Letztendlich scheinen die Fälle für die Trump-Administration davongeschwommen zu sein. Das sorgt für eine leicht destruktive Haltung gegenüber der neuen Regierung und der Fed. Und das wird noch ein lustiges Spiel, während wir diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation sich materialisieren sehen. Derzeit sind ja praktisch alle all in, also es wäre der Weg des größten Schmerzes. Aber wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal das Allerbeste. Wir sehen uns heute Abend zum Marktgeflüster. Ich sage Servus und ciao.